Hallo zusammen, ich bin der Bonsai und heute schauen wir uns das erste Mal auf meinem Kanal gemeinsam eine Schusswaffe an. Die Erma EP882 hier in der Ausführung S. Viel Spaß dabei! Ja, das Bügeln von Tischdecken übe ich dann nochmal. Dieses Schmuckstück wurde von der Erfurter Maschinen- und Werkzeugfabrik Berthold Geipel GmbH, kurz Erma genannt, in Dachau bei München hergestellt. Übrigens die gleiche Firma, die auch im Zweiten Weltkrieg die berühmte MP40 produzierte. Von 1988 an lancierte die Firma Erma dann die 88er-Familie in zwei verschiedenen Ausführungen. Zum einen in einer SRS-Version, eingerichtet für das Kaliber 8 mm Knall und zwischen 1989 und 1991 auch in Kaliber .35 Knall. SRS steht gemäß Waffengesetz übrigens für Schreckschuss, Reitstoff und Signalwaffe, im Allgemeinen Gaspistole genannt. Der zweite Teil der 88er-Familie besteht aus den Varianten im Kaliber 22 lang für Büchse. Der rechts im Bild zu sehenden EP882 und der unten im Bild zu sehenden EP882S. Auf die Unterschiede gehen wir noch ein. Im Vergleich zu den SRS-Varianten fällt auf, dass die scharfen Versionen sowohl einen Triggerstop als auch einen Verschlussfanghebel aufweisen. Vorbild für die Erma Modellreihe ist die Walter P38 bzw. P1, die bis 2004 produziert wurde. Allerdings unterscheiden sich die Erma und die Walter technisch sehr stark voneinander, doch dazu später mehr. Wie anhand dieser zeitgenössischen Anzeige gut zu erkennen, unterscheiden sich die beiden Varianten 882 und 882S in der Lauflänge, dem Gewicht und in der Visierung. Die Normalversion trägt eine starre Kimme, während die der Sportversion in Höhe und Seite verstellbar ist. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß nach Leverkusen an Ganimo, vielen Dank für das Überlassen dieses Bildes. Willkommen zurück bei meiner ungebügelten Tischdecke. Nach deutschem Waffenrecht handelt es sich bei der Erma EP882, der ich den Spitznamen Mücke gegeben habe, um eine halbautomatische Pistole der Kategorie B. Sie muss deswegen in die grüne WBK eingetragen werden. Eingerichtet ist die Waffe für das Kaliber 22 lang für Büchse, auch 22 Long Rifle genannt, mit einem metrischen Durchmesser von 5,6 mm. Die Gesamtlänge der Waffe beträgt ca. 235 mm, die Gesamthöhe bis zur Visierung gemessen ca. 125 mm, die Breite sowohl vom Verschlussfanghebel als auch von der Sicherung gemessen 36 mm. Die Erma ist kein Leichtgewicht mit 740 Gramm, wobei das Gewicht ohne Magazin gemessen wurde, das Magazin selbst wiegt ca. 40 Gramm. Die Lauflänge der hier vorgestellten Sportversion beträgt ca. 152 mm. was einem US-amerikanischen Längenmaß von ca. 6 Zoll entspricht. Das ist nicht unwichtig zu wissen, wenn ihr später die Waffe in Skisportdisziplinen einsetzen wollt. Bei manchen Verbänden dürft ihr nur 5-zöllige Pistolen schießen. Im Vergleich zur Walter P1, dem historischen Vorbild dieser Waffe, verriegelt diese Waffe ausschließlich mit der Masse des Verschlusses. Das ist also ein sogenannter Federmasseverschluss, wohingegen die Walter ja über einen Schwenkriegelverschluss verfügt. Doch dazu später mehr. So, nachdem ich Haue von meiner Frau bekommen habe, natürlich vollkommen zurecht, hier nun mit etwas anderem Hintergrund. Ich hoffe, das ist angenehmer. Nehmen wir die Waffe nun auseinander, das heißt, wir zerlegen sie in die einzelnen Baugruppen zur Reinigung. Dazu führen wir erst eine Sicherheitsüberprüfung durch. Wir entnehmen das Magazin, öffnen den Verschluss und sehen, hoffentlich sieht man es auch in der Kamera, Verschluss ist frei, bzw. Patronenlager ist frei.
Um die Waffe zu entspannen, und das ist einer der Nachteile bei der Erma, muss man das Magazin einführen, da ansonsten der Abzug ohne Funktion ist. Auch was heißt Magazin einführen, Hahn festhalten, Abzug drücken, Waffe ist entspannt. Zum Zerlegen entnehmen wir nun das Magazin. Als nächstes drücken wir den Zerlegehebel nach unten und können nun, wie es beispielsweise auch bei der Walther PPK der Fall ist oder bei der Walther TT Olympia, meine ich, eingeführt wurde, den Abzugsbügel nach unten. Als nächstes können wir den Verschluss nach hinten ziehen, dann nach oben drücken und nach vorne abnehmen. Zuletzt holen wir noch die Verschlussfeder heraus, inklusive Federführungsstange. Und schon haben wir die Waffe zur Reinigung auseinandergenommen. Der Schlagbolzen selbst ist ein Trägheitsschlagbolzen. Wie kann man das herausfinden? Man nimmt einen spitzen Gegenstand, wie beispielsweise hier die Federführungsstange, und trägt den Schlagbolzen so herein, dass er plan anliegt. Dann seht ihr, dass er vorne aus dem Stoßboden nicht herausschaut. Ergo, wir haben einen Trägheitsschlagbolzen. Das dient der Fallsicherheit. Weitere Teile am Verschluss selbst. Kann man das hier erkennen? Ist der Auszieher. Der ist federnd gelagert. Und vorne am Verschluss haben wir hier ein kleines Löchlein, das nur auf einer Seite eingefräst ist oder eingebohrt ist, sodass sich die Federführungsstange immer sicher beim Montieren der Waffe wieder in die dafür vorgesehene Führung einlegen kann und nicht die Seiten verwechsle. Das nächste Bauteil oder die nächste Baugruppe wäre das Griffstück mit Abzugseinrichtung und feststehendem Lauf. Im Vergleich zur Walther P1 ist der Lauf fest mit der Waffe verbunden. Wir sehen hier am Griffstück zudem noch den Verschlussfanghebel mit dem Ausstoßer. Das heißt, die Patrone, wenn sie zurückgeworfen wird oder vom Auszieher zurückgehalten wird, stößt sich hier ab und wird dann nach rechts ausgeworfen. Das wird gewährleistet durch diese kleine Einfräsung. Den Hahn, die Abzugsschlange, die hier noch nach unten geht, dem Abzug selbst, hier hinten einen Triggerstop, auf den ich gleich noch eingehen werde, und selbstverständlich den Magazinschacht. Ich selbst habe es mir angewöhnt, die Waffe nach ca. 200 Schuss zu reinigen und nach ca. 1000 Schuss, was bei mir einer Schussbelastung von ungefähr einem Jahr entspricht, nehme ich die Waffe komplett auseinander, das heißt, ich schraube auch noch die Griffschalen ab und nach dem Reinigen fette ich manche Teile ein bzw. poliere das Abzugsgestänge noch ein wenig. Das sind die einzelnen Baugruppen der Waffe. Nachdem wir die Waffe nun auseinandergenommen haben, lasst uns noch ein paar Worte über die Verarbeitung zum einen und über die verwendeten Materialien zum anderen sprechen. Wenn ihr am Anfang gut aufgepasst habt, dann werdet ihr sicherlich auch in Erinnerung haben, dass die Waffe bei Auslieferung sehr günstig war. Das hängt mit den verwendeten Materialien zusammen. Ein Hinweis darauf gibt uns dieses kleine Hilfsmittel hier. Das ist ein Magnet. Und wenn ich diesen Magneten nun beispielsweise über den Verschluss gleiten lasse, stelle ich fest, dass wir hier nicht Eisenmetall haben. Ähnliches gilt auch für den Waffenkorpus. Wenn ich hier über den Korpus der Waffe gehe, dann greift der Magnet immer nur bei bestimmten Bauelementen, wie beispielsweise dem Verschlussfanghebel oder aber den Splinten, die hier eingelassen sind, um den Abzugsbügel zu halten. Aber der Korpus selbst ist ebenfalls aus Nicht-Eisenmetall. Da es sich hierbei ja um den Ableger einer Schreckschusspistole bzw. einer SAS-Waffe handelt, gehe ich davon aus, dass es sich hierbei um Zinkdruckguss handelt. Die Elemente, die aus Metall sind, sind, wie eben schon erwähnt, der Verschlussfanghebel, der Ausstoßer, die Verschlussfeder, das Magazin ist ebenfalls aus Stahlblech, auch der Magazinzuführer ist aus Stahl, die Federführungsstange ist aus Stahl, der Hahn ist ebenfalls aus Stahl. Der Abzug selbst scheint mir eher aus Kunststoff gefertigt zu sein. Der Triggerstopp ist aus Stahl. Und wie wir sehen, haben wir hier einen Laufmantel außen herum und die Laufseele selbst. Der Innenlauf also, der besteht ebenfalls aus Stahl.
Der Lauf selbst hat 6 Züge und 6 Felder, die einen Rechtsdrall erzeugen. Über die Dralllänge kann ich aber leider keine Auskunft geben. Der Zusammenbau der Waffe erfolgt, Überraschung, in umgekehrter Reihenfolge. Zunächst einmal nehme ich die Federführungsstange und die Schließfeder, füge beides zusammen und führe beides dann auf der linken Waffenseite in die dafür vorgesehene Aussparung ein. Auf der rechten Seite haben wir diese Aussparung nicht, sodass eine Verwechslung ausgeschlossen ist. Jetzt wird es ein wenig tricky. Wer eben aufgepasst hat, kann sich noch an die Ausbohrung hier auf der linken Seite des Verschlusses erinnern. Ich muss nun beim weiteren Zusammenbau darauf achten, dass die Spitze der Federführungsstange hier, sieht man die hier, mit genau dieser Ausbuchtung übereinander kommt. Und das probieren wir jetzt mal zusammen. Dazu habe ich es mir angewöhnt, die Waffe auf die linke Seite zu legen, den Verschluss aufsetzen, mit einem Finger hier runtergreifen und dann genau in die Spitze hinein. Und siehe da, die Waffe ist wieder zusammengesetzt. Als nächstes den Abzugbügel nach oben drücken, den Zerlegehebel wieder in die ursprüngliche Position bringen und dann kann ich mit der Waffe wieder weiter trainieren. Kommen wir zum Abschluss der Präsentation. Nur noch zu den Punkten Pro und Contra. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass das eine rein subjektive Wertung ist. Jeder andere sieht das vielleicht ein wenig anders. Fangen wir mit den guten Eigenschaften an. Auf einschlägigen Internetplattformen bekommt ihr diese Waffe teilweise schon für zweistellige Beträge. Wenn ihr sie von einem Waffenhändler erwerbt, dann sind diese Preise natürlich ein wenig teurer, bewegen sich allerdings momentan, Stand 2019, im Rahmen 150 bis 200 Euro. Ein zweiter hervorzuhebender Punkt ist die Zuverlässigkeit der Waffe. Sie funktioniert bisher, zumindest bei mir, mit jeder SV-Munition, die ich ihr zu fressen gegeben habe. Ich hatte bisher kaum Munitionsstörungen, also munitionsfühlig ist diese Waffe auf keinen Fall. Ein weiterer Punkt, der zur Zuverlässigkeit dazugehört, ich persönlich habe mit dieser Waffe bisher keinen einzigen Defekt gehabt. Ein weiterer positiver Punkt, zumindest in meinen Augen, ist die Optik. Mich erinnert die Waffe an meine ehemalige Dienstwaffe. Dadurch, dass es sich hier allerdings um eine Kleinkaliberwaffe handelt, kann ich auf meiner WBK nun in 9 mm, das heißt in Großkaliber, eine andere Waffe verwenden. Ein auch nicht zu unterschätzender Faktor ist die Präzision der Waffe. Ich werde hier jetzt zu Streukreisen keinerlei Angaben machen, die sind nämlich schützenabhängig. Ich kann allerdings sagen, ich bin mit den Streukreisen, die ich damit erziele, mehr als nur zufrieden. Ein weiterer positiver Punkt, die Waffe passt in jedes Holster der Walther P38-P1. Kommen wir zu den negativen Punkten. Die Liste ist ein wenig länger. Zum einen, die Waffe ist sehr rücklastig. Sie erfordert also insbesondere beim schnellen Schießen wie BDS-Fallplatte oder DSB-Zeitserien eine ausgeprägte Mündungsdisziplin. Ein weiterer negativer Punkt, oder um nicht sogar zu sagen der negativste Punkt schlechthin, betrifft den Abzug. Der ist, um es mal gelinde zu sagen, katastrophal. Der Vorzug selbst, wir entspannen die Waffe jetzt erstmal, beträgt unfassbare 5 bis 6 mm und im Spannabzug muss man einen Abzugswiderstand von knapp 5 Kilo überwinden. Ich hatte die mal in unserem Schützenverein ausgemessen, bin auf 4700 Gramm gekommen. Im Single-Action-Modus, wir spannen die Waffe, beträgt der Vorzugsweg auch ca. 5 bis 6 mm, hat dann allerdings einen trockenen Druckpunkt, das an sich ist ja gut. Allerdings muss man auch hier einen Abzugswiderstand von ca. 1700 Gramm überwinden, was für eine Sportpistole doch schon sehr, sehr hoch ist. Ihr erinnert euch, was ich eingangs gesagt habe mit der Mündungsdisziplin. Bei so hohen Abzugsgewichten ist das natürlich oder erfordert das einiges an Übungen und einiges an Training. Der Rückstehweg der Waffe an sich, wir spannen sie nochmal, sonst können wir das nicht simulieren. Nehmen das Magazin nochmal raus, damit wir den Verschlussfang schließen können. Gehen wir mal den Rückstellweg. Habt ihr gesehen, sind auch ungefähr 3 mm. Das heißt, schnelle Serien erfordern auf jeden Fall viel, viel Training. Ein weiterer negativer Punkt betrifft die Visierung. Ich hatte ja eingangs bereits erwähnt, dass die Kimme selbst zwar seitenverstellbar und höhenverstellbar ist, sie bietet auch ein klares Visierbild, der Ausschnitt ist genau groß genug
Und das Blatt hier hinten, das spiegelt auch nicht sonderlich. Allerdings, das Korn ist sehr schmal. Sieht man das hier? So, ich glaube, so sieht man es am besten. Das Korn ist sehr schmal. Und das wiederum sorgt dafür, dass ich zum einen sehr breite Lichthöfe habe bei der Visierung. Und zum zweiten habe ich noch ein zweites Problem, das möchte ich euch mal ganz kurz demonstrieren. Schieße ich Präzisionsserien, kann ich die Waffe spiegelaufsitzend einstellen und habe überhaupt kein Problem. Schieße ich allerdings Duellserien, dann habe ich ein schwarzes Korn auf schwarzer Scheibe bzw. auf schwarzem Spiegel und das Korn selbst ist so dünn, dass ich gerade bei Duellserien DSP Sportpistole erhebliche Probleme habe, die Waffe richtig auszurichten. Ich habe mir da in letzter Zeit mit einem kleinen Trick geholfen. Das hat bei der letzten Vereinsmeisterschaft halbwegs funktioniert. Ich nehme ein Stück Kreide und male jetzt das Korn hier vorne weiß an, sodass ich einen höheren Kontrast habe. Das funktioniert allerdings natürlich nur dann, wenn der Schiedsrichter entweder gerade oder die Schießaufsicht entweder gerade nicht da ist oder gerade wegsieht. Solltet ihr euch für diese Waffe interessieren, müsst ihr euch darüber im Klaren sein, dass die Firma Erma seit 1998 nicht mehr existiert. Das betrifft die Ersatzteilversorgung oder macht die Ersatzteilversorgung sehr schwierig. Die Ersatzteile sind nämlich nur sehr schwer zu finden und wenn man was findet, ist es in der Regel sehr teuer. Das gleiche gilt übrigens auch für Ersatzmagazine. Hier helfen diverse Internetplattformen. Ich habe zum Beispiel für diese Waffe insgesamt 3 Magazine. Um die zusammenzubekommen, habe ich ungefähr ein halbes Jahr gebraucht. Worüber ich an dieser Stelle auch noch gerne sprechen würde, ist die Ergonomie. Die Waffe an sich liegt mir persönlich sehr gut in der Hand. Sie hat ein relativ schmales Griffstück, was mir mit Handschuhgröße 8,5 auf jeden Fall entgegenkommt. Im Einhandanschlag kann ich die Waffe wunderbar hochgreifen. Mein Abzugsfinger liegt wunderbar in der Waffe selbst. Wenn ich das Ganze allerdings meine Frau machen lasse, die hat Handschuhgröße 10, dann hat die gehörige Probleme mit dem Abzugsfinger hier in den Spalt zwischen dem Abzugsbügel und dem Abzug selbst zu gelangen. Also bevor ihr euch diese Waffe zulegt, auf jeden Fall einmal in die Hand nehmen. Im Zweihandhandschlag habe ich folgendes Problem. Bedingt durch A, dieses kurze Beaver-Tail hier und B, das relativ schmale Griffstück, kann es durchaus passieren, dass ich im Viva-Anschlag an die Serrations bzw. Durchladerillen hier hinten während des Schusses komme. Da muss man drauf aufpassen, ansonsten empfehle ich entweder Handschuhe anziehen oder die Waffe ein kleines bisschen tiefer greifen. Kommen wir zu einer kurzen Einordnung, an wen sich diese KK-Pistole richtet und wer besser die Finger davon lässt. Das richtet sich natürlich in erster Linie an den Verwendungszweck. Sucht ihr als Jäger beispielsweise eine günstige Fangschusswaffe für die Fallenjagd, seid ihr hier genau richtig. Alles andere, auch für die Nachsuche, verbietet zum einen das nicht gerade weitgerechte Kaliber, als auch die ungenügenden Sicherungen der Waffe. Wollt ihr die Waffe für das sportliche Schießen verwenden, hängt das natürlich vom Schießsportverband und der dazugehörigen Disziplin ab. Seid ihr im DSB aktiv, rate ich euch vom Erwerb dieser Waffe ab. Das hängt vor allem damit zusammen, dass sämtliche Kurzwaffendisziplinen im DSB für KK-Waffen im Einhandanschlag geschossen werden. 60 Schuss pro Durchgang einhändig mit dem schlanken Griffstick und den rutschigen Griffschalen sind kein allzu großes Vergnügen. Da kann ich aus eigener Erfahrung davon berichten. Schauen wir auf den Reservistenverband. Hier fühlt sich die kleine Erma deutlich wohler. In der Disziplin PK1 könnt ihr die Waffe sowohl ein- als auch beidhändig schießen, wobei der zweihändige Anschlag ihr deutlich entgegenkommt. Allerdings nutzt auch der Reservistenverband sowohl für den Präzisions- als auch für den Duellteil die Scheiben des DSB. Jedoch in beiden Teilen nur mit jeweils 15 Schuss. Und den Trick mit der Kreide, den habe ich euch ja schon gezeigt. Für alle anderen Skisportverbände schaut ihr bitte selbst in die jeweiligen Sportordnungen. In einem meiner nächsten Videos zeige ich euch die Erma im Vergleich zum historischen Vorbild, der Walter P38. Solltet ihr Fragen haben, schreibt es mir doch in die Kommentare. Insbesondere meine bisherigen Abonnenten bitte ich, mal ein kurzes Statement darüber dazulassen, ob euch dieser Content überhaupt interessiert. Vielen Dank bis dahin erstmal fürs Zuschauen und vor allem fürs Zuhören. Alles Gute, euer Bonsai.